Hallo und herzlich willkommen zum neuen Live-Talk mit Eva Bogner und Angelika Neumann. Und unser heutiges Thema ist Resilienz und Gesundheit. Liebe Eva, bevor wir einsteigen in dieses Thema, magst du dich kurz vorstellen? Ja, hallo Angelika. Danke für die Einladung für dieses Thema. Ja, ich bin Eva Bogner und bin Unternehmensberaterin und Führungskräftecoach und Teamtrainerin. Meine Spezialität ist Leadership und auch Visionsarbeit und ganz speziell, diese mache ich in der Natur. Was ja schon sehr viel mit Gesundheit und Resilienz zu tun hat. Du sagst es ja. Ich stelle mich auch noch kurz vor. Ich bin Angelika Neumann, Unternehmensberaterin und auch Führungskräftecoach, und zwar vor allem für Frauen in Führungspositionen. Und mein Wunsch ist es, Frauen Mut zu machen, mehr Führung zu übernehmen. Und dabei helfe ich doch gerne, denn ich glaube, das hat einen ganz wesentlichen Einfluss auf die Unternehmenskultur, die letztendlich die Basis ist für unternehmerischen Erfolg und auch für Gesundheit. Thema Resilienz und Gesundheit. Wir sind alle irrsinnig im Stress im Job und alles wird immer schneller und schneller und schneller und man muss 7 Tage die Woche 24 Stunden verfügbar sein. Kann ja nicht funktionieren. Da müssen wir also darauf achten, wie gehen wir mit unserer Gesundheit um und wie schaffen wir es, wieder in unsere Kraft zu kommen. Eva, was machst du, um fit zu bleiben, um gesund zu bleiben? Ja, es gibt bei mir auch Phasen, die sehr intensiv sind, die stressig sind. Und da habe ich gelernt, auf bestimmte Signale zu hören. Signale meines Körpers, meine Bedürfnisse zu spüren. Auch wieder das Bedürfnis, so wie ich dir vorhin erzählt habe, ja, wieder einmal Tage in meinem Kalender, auch Wochenende frei zu halten und nicht wieder was mir vorzunehmen, sondern einfach Ruhe geben, einfach genießen, einfach sein und innehalten, um wieder die Balance zu finden zur Aktivität, die Balance zu entspannen, in die Natur zu gehen, einen Spaziergang zu machen, ja. Und da spontan zu schauen, okay, jetzt ist Sonne da, jetzt gehe ich, ja. So spontan wie Kinder sind, ja. Kinder leben ja so sehr im Jetzt und drücken ganz spontan aus, was so ihre Emotionen und ihre Bedürfnisse sind. Ja. Ja. Ich glaube, das ist wichtig, gerade auch dieses spontan rausgehen. Und ich meine, klar, wir haben jetzt den Luxus, wir sind selbstständig, wir sind auch mal in Projekten eingebunden. Also wir haben nicht immer die Gelegenheit, so spontan loszurennen. Aber wenn ich jetzt so fest in einem Job bin und quasi von in der Früh bis auf die Nacht im Büro sitze, hast du vielleicht das Gefühl, ein bisschen mehr eingespannt zu sein und eingeschränkt zu sein? Und auch da gilt es, einfach mal darauf zu achten. Und ich glaube, diese Spontanität, die kann man sich auch in so einer Situation wiederholen und erarbeiten, indem man zum Beispiel einfach mal eine Besprechung im Gehen macht. Ich habe es schon ein paar Mal gemacht, dass ich einfach dann gesagt habe, gerade bei kritischen Gesprächen, komm, lass uns eine Runde gehen. Erstens, wenn man so nebeneinander läuft, ist ein gemeinsam in eine Richtung, ist ein kritisches Gespräch viel leichter. Man ist in Bewegung, man hält nicht fest, verfestigt sich nicht die Fronten, sondern das Bewegen hat auch einen Einfluss auf den Geist und damit natürlich auch auf den Gesprächsverlauf. Mir ist so gekommen, das Bild, was du jetzt beschrieben hast, man hat auch den gemeinsamen Blick, Ausblick. Man blickt in eine Richtung, ja, und es verändert sich eben durch die Bewegung, durch Unterwegssein, auch die Bilder, wo man hinschaut, und damit eröffnen sich auch neue Perspektiven.
da hast du vollkommen recht, ja. Das ist ein schönes Beispiel, wie man seine Gesundheit, seine Balance, seine Resilienz, seine Widerstandsfähigkeit, seine innere stärken kann, ja, und unterstützen kann. Und man kann es verbinden. Also so dieses in Bewegung kommen und gleichzeitig arbeiten. Mhm. Ich bin ja kein Freund von irgendwelchen Fitnessstudios. Da war ich viele Jahre schon zahlendes Mitglied und bin trotzdem nicht reingegangen. Aber ich muss immer schauen, wie kann ich es integrieren in meinen Alltag? Ja. Also wie ist einfach das, was ich tue, ergänzt mit, ich fahre halt dann mal ein paar Meter mit dem Fahrrad. Als ich noch meinen Hund hatte, der leider im August gestorben ist, bin ich halt dann Strecken eher zu Fuß gegangen. Ja, ja. Was sich so natürlich integrieren lässt in den Alltag, das bleibt auch, ja. Das wenn man so Initiativen unternimmt, wie du sagst, Fitnessstudio, ja, das tut man einige Zeit, dann reißt es ab und dann ist es unheimlich schwer, das wieder zu beginnen, zu neu zu beginnen. Ja. Ja. Ich habe vor kurzem einen spannenden Test gemacht, weil ich ihn kennenlernen wollte, ob ich den vielleicht in Zukunft auch einsetze. Und da ging es um Stressoren, Stressquellen, Stressauslöser. Das war ganz interessant. Am Anfang wurden da 4 psychische Grundbedürfnisse genannt, die man braucht, um eben in einer Balance zu bleiben. Und vielleicht schauen wir uns die gemeinsam mal an. Mhm. Das eine ist Bindung. Wir sind soziale Wesen und wir brauchen diese Kontakte zu anderen Menschen. Und zwar in einer Art, dass wir uns auch sicher fühlen. Interessanterweise hat das auch Google herausgefunden in einer Studie über erfolgreiche Teams, dass die psychologische Sicherheit, also die Sicherheit, dass ich wirklich auch sagen kann, Mensch, hier, Leute, lasst uns mal zusammensetzen, hier läuft gerade was schief. Oder dass ich auch mal einen Witz machen kann, ohne dass ich schräg angeschaut werde. Das macht auch Teams erfolgreich. Und das ist auch dieses Element Bindung. Ja, ja, ja. Das ist doch auch, mir fallen da 2 Dinge dazu ein. Das eine ist so diese Beziehung. Der Mensch, wir Menschen sind soziale Wesen. Wir brauchen den Kontakt zu anderen Lebewesen, zu anderen Menschen. Und von klein auf, von Geburt auf, ja. Und das andere ist von der Maslow'schen Bedürfnispyramide ist ja, dass Sicherheit die Basis, aus der heraus das Vertrauen auch genährt wird. Ja, ja. Ja, ja, ja. Also, kann ich nur bestätigen, ja. Wenn ich gestresst bin, dann ist es wichtig, da mal hinzugucken, habe ich das eigentlich oder sollte ich schauen, vielleicht Beziehungen aufzubauen? Und oft vernachlässigen wir doch Beziehungen, gerade in Stresssituationen. Dann schlafen wir schlecht, dann werden wir grantig und dann gibt es nur noch Ärger. Mhm. Da mal innehalten und zu sagen, tief durchatmen und zu Hause sich einfach mal in den Arm nehmen zu lassen. Ja, da ist das was positiv. Was hilft mir? Was unterstützt mich für einen Kontakt? Welche Beziehung ist nährend? Nicht dann wieder in schwierige Gespräche hineingehen mit einer, wo man selber wieder Unterstützung gibt, sondern einfach die leicht ist, die lustig ist, humorvoll ist und einem gut tut und wieder stärkt. Ja, also so diese positive Grundeinstellung zum Leben ist auch etwas, was so für mich die Basis ist, aus der ich immer wieder schöpfen kann. Ja. So wie wir beide, wir können uns gegenseitig Impulse geben und es tut gut. Es gibt dann auch die anderen Begegnungen, wo du denkst, das kostet mich Kraft. Die sollte ich dann nicht primär noch verstärken, sondern eher die dich auch nähren und wo es so gegenseitig eben
wohltuend ist. Ja, ja. Ich danke dir dafür. Das ist wirklich schön mit dir. Ja, da fällt mir aber auch noch eine Gemeinsamkeit ein und auf, Angelika. Das künstlerische Tun, das Malen, das Formen. Du hast mir so schöne, wunderschöne Skulpturen von dir gezeigt, Foto. Also die kreative Gestaltung. Und jeder Mensch hat andere Ausdrücke seiner kreativen Gestaltung. Ich habe jetzt Gospelchor gehört bei uns in der Karlskirche. Oh, ich kriege Gänsehaut. So schön, ja, also das sind alles Sängerinnen und Sänger, die das aus Hobby machen. Mhm. 2, 3 Profisängerinnen waren dabei, die Einzelauftritte gemacht haben. Aber die Stimme zum Ausdruck bringen, auch da ist das Künstlerische, das Kreative und die Gemeinsamkeit. Ja, also ja. Das ist wirklich nährend und stärkend und eine Kostbarkeit im Leben. Eine Kostbarkeit, die uns wirklich hilft. Das sollten wir nicht hinten runterfallen lassen mit all dem Stress, sondern gerade wenn man Stress hat, das pflegen und kultivieren. Ja. Und sich bewusst werden und es so als selbstverständlich nehmen, sehe ich so als Gefahr. Ja? Mhm. Im Alltag so Kostbarkeiten auch wahrnehmen, dass es eine Kostbarkeit ist und dafür dankbar sein, dass sowas möglich ist, dass wir eine Kultur haben, die uns so etwas schenkt. Ja. Absolut, absolut. Und was da ja unglaublich hilft, das ist so ein schönes Ritual, du kennst es mit Sicherheit, ein Dankbarkeitstagebuch. Mhm. Einfach mal einen am Abend immer aufschreiben, ein paar Stichworte, wofür bin ich heute dankbar, was war gut? Und das können manchmal Kleinigkeiten sein. Das kann sein, dass ich mittags meine Nase in die Sonne gehalten habe. Das kann sein ein gutes Gespräch. Das kann sein eine herrliche Tasse heiße Schokolade mit Sahne. Jeder hat da so seine Sachen. Richtig. Mir ist die Dankbarkeit eingefallen, gestern, wie ich im Stau stand, auf der Heimfahrt von meiner Tochter und Enkelsohn, dass sie mir selbstgebackene Kekse mitgegeben hat. Ah! Du warst unterwegs versorgt und musstest nicht hungern. Genau. Konnte die Kekse kosten, die gerade aus dem Backofen gekommen sind. Herrlich. Der nächste Punkt von diesen Grundbedürfnissen in diesem Test war Orientierung. Dass man weiß, wofür ist eigentlich das, was ich tue? Mhm. Hat das einen Sinn? Welchen Sinn hat es? Ja, und will ich das überhaupt tun? Ja, ist das überhaupt mein, gehört das zu mir oder ist das eine Erwartung von jemandem anderen, die ich da jetzt erfülle? Ja, ja. Und wenn ich mich dann bewusst entscheide, ja, das will ich auch, dann ist es etwas Leichtes, dann hat das Ganze Leichtigkeit und eine gute Richtung. Ja. Ja. Wenn wir diese Orientierung nicht haben, wenn wir nicht wissen, wofür ist es jetzt eigentlich, das führt letztendlich in eine Art Depression, weil in eine Sinnlosigkeit. Oh, ja. Und das löst ganz viel Stress aus. Mhm. Das nächste war Kontrolle. Das passt zu dem, was du auch gesagt hast. Diese auch selber den Arbeitsalltag beeinflussen zu können und dann natürlich auch zu sagen, ist das meins, passt das zu mir? Und vielleicht, wenn es nicht zu mir passt, auch wegzulassen? Ja. Wäre mal eine Möglichkeit oder eine Überlegung wert. Und damit kommst du dahin, dass du immer mehr dich selbst lebst, immer mehr authentisch lebst und damit fließt es auch, damit geht es leicht und damit ist es freudvoll. Ja. Und da ist diese Grundeinstellung des Optimismus wichtig, ja. Mhm. Und auch zu unterscheiden, da passt jetzt etwas nicht, wenn ich das wahrnehme, kann ich es ändern? Mhm. Wenn ich es ändern kann, dann ändere ich es in der Form, wie es für mich passt. Kann ich es weglassen, wie du vorhin gesagt hast? Oder muss ich es akzeptieren? Aber auch mit dem Akzeptieren ist
eine Entscheidung gefallen, die einem Kraft gibt, auch mit einer Situation zurechtzukommen, weil ich es bewusst entschieden habe. Ja. Ja. Und wir können wesentlich mehr beeinflussen und ändern, als wir oft denken. Ja. Wesentlich mehr. Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Ja, oder auch mit jemand Vertrauten darüber sprechen. Nämlich schon mit dem Aussprechen kommen einem dann Ideen oder auch Einsichten, warum denn das so ist und warum es hilfreich ist und nützlich ist, da weiterzugehen, diesen Weg. Auch wenn er manchmal beschwerlich ist. Man hat nicht nur Wege, die entlang einer wunderschönen Küstenlandschaft gehen, am Strand in der Brandung, die Möwen fliegen, ein sanfter Wind geht und die Sonne scheint. Manchmal ist so, wie wir vorhin gesagt haben, kalter, eisiger Wind, Minusgrade und ja, da müssen wir uns einfach warm anziehen. Ne? Und manchmal ist es einfach Steuererklärung. Manchmal heißt es so, ja. Ja. Ja, und das vierte war, was hier in dem Test dran kam, ich meine, das sind die Stressoren, da kam noch viel mehr dran, Selbstwert. Mhm. Wenn ich etwas Sinnvolles, das hängt auch alles zusammen, wenn ich etwas Sinnvolles mache und die Anerkennung dafür bekomme, dann baut das auf, dann tut es gut, dann wachse ich vielleicht sogar über mich hinaus. Wenn ich was mache, wo ich denke, das ist jetzt, das stört auch den Selbstwert. Ja, und der Selbstwert beschreibt ja auch, dass man sich selbst die Anerkennung gibt dafür. Mhm. Und das ist die, die oft zu kurz kommt, dass man auch das selbstverständlich nimmt. Ich kann das eh, ich kann das eh und es ist selbstverständlich, dass ich das kann, ja. Also das ist so die Herausforderung, auch das in den Alltag sich immer wieder bewusst zu werden, ja, und ja, sich selbst zu nähern. Ja. Auch da hilft wieder ein Dankbarkeitstagebuch. Ja, ja. Was gibt es sonst noch für Rituale? Ich glaube, dass Rituale einbauen in das Leben, das hilft letztendlich auch, die Gesundheit und die Resilienz zu stärken. Ja. Ich mache in meinen Coachings gern so ein Lebensrad mit den einzelnen Bereichen des Lebens, mit eben Gesundheit, Familie, Beruf, Zuhause, das Wohnen, Freunde, Freizeit, Hobby, Sport und so weiter, je nachdem. Kann man ganz beliebig zusammensetzen, die Parameter. Und dann Einschätzung von 1 bis 10, wie viel ist es erfüllt und wie wenig oder wie wenig. Und dann zu verbinden in so einem Raddiagramm und was für eine Figur kommt denn da heraus. Ist da etwas übergewichtig oder ist da etwas unterrepräsentiert und bin ich so zufrieden mit dem, wie es ist, oder möchte ich da was verändern? Und wie möchte ich es verändern? Ja, also ich brauche mehr Kontakt, ich brauche mehr Beziehungen, ich möchte Beziehungen mehr pflegen und aufbauen, aber auch gute, nährende Beziehungen. Ja, und da kann ich dann noch näher schauen, welche sind denn das? Ja. Oder sind Menschen, wo ich mich wohlfühle? Ja, also da ist ganz individuell unterschiedlich, das kann man auch nicht vereinheitlichen. Ja? Nee, nee, da muss jeder letztendlich seinen Weg auch finden, was ist es. Da ist auch gut mal zu überlegen, einfach mal zu sammeln, was stärkt mich eigentlich? Was mache ich normalerweise, wenn ich, wenn es mir nicht gut geht und ich will wieder auf die Beine kommen? Ja, ja, ja. Ist für manche einfach eine Tasse Tee trinken, für manche die Badewanne, für andere der Spaziergang in der Natur. Ja, für den anderen ist es eine heiße Schokolade oder ein heißer Kaffee. Und mir fällt da ein Ausspruch von Virginia Satir, der Familientherapeutin, ein, die sagte, wenn wir alle gleich wären, würde einer von uns genügen. Das wäre ja schade. Das wäre wirklich schade. Ich liebe die Vielfalt. Das wäre sehr schade. Ich auch, ja. Ja.
Ja, jetzt haben wir schon viele Anregungen gegeben und lass mal gucken, wie lange haben wir denn schon gemacht? Nicht, dass wir schon wieder, wir haben schon wieder die 20 Minuten voll. Ich glaube, für heute genug. Wir können an dem Thema noch, gerade Gesundheit, wir könnten noch so viel weiterreden, ich sag's dir. Ich hätte noch einen Schlusssatz. Okay. Ja, nämlich all die Facetten, die wir uns da jetzt angeschaut haben, die so für Balance, für Resilienz, für Gesundheit beitragen, tragen gleichzeitig für die Stabilität bei. Je mehr man bewusst auf diese Punkte schaut und eben auch Zufriedenheitstagebuch führt, wie du vorgeschlagen hast, umso stabiler wird man im Leben. Die Herausforderungen, die kommen immer wieder. Es verändert sich auch draußen immer wieder das Wetter und wir müssen schauen, wie wir da zurechtkommen. Mhm. Und mit diesem Bewusstsein gelingt es uns immer besser und wird immer stabiler. Genau. Und wir sammeln die Ressourcen, die wir haben. Sind unsere Schätze. Ja. Schatzkiste füllen. Ja. In diesem Sinne, liebe Eva, ich danke dir für dieses Gespräch. Ja, ich danke dir auch, hat wieder große Freude bereitet. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Servus.